Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 8. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und sie berechnen ihren Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ganesha hütet die Astrologie und Ganesha bringt uns Glück bei Neuanfang. Und es ist so wichtig, mit welchen Energie wir etwas Neues starten. Das hat Hermann Hesse so wunderbar beschrieben. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und es ist so viel Wahrheit dabei. Das ist auch ein Gebiet, die Astrologie, wo gerade diese Augenblicke des Lebens oder die Augenblick ein Neuanfang betrachtet. Das ist dann die Stundenastrologie. Also es ist sehr, sehr wichtig, mit welchem Energie wir etwas beginnen, etwas starten, weil das hat die Wirkung. Immer im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie. Ich setze Suraya hier zum Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Und hier bei Wassermann-Energie ist wichtig ein Adlerblick. Die Dinge von oben betrachten, die Zusammenhänge erkennen. Wir brauchen gerade einen Weitblick. Außerdem sollen wir unsere Ideen verwirklichen. Das ist die Ideenreichtum, was die Wassermann auch vermittelt. Soma ist einer von den Namen des Mondes. Es gibt mehrere Namen. Eine davon ist Soma. Soma bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat Einfluss auf unseren Alltag, aber hat auch einen Einfluss auf unsere Gefühle. Mond steht in einer engen Verbindung zum Wasser. Wenn wir betrachten Ebbe und Flut, was für Kraft da eine Rolle spielt, ganze Meere bewegen sie sich, das kommt von Mondenergie. Also Mond steht zum Wasser in einer sehr engen Verbindung.
die Wasserelement symbolisiert unserem Unbewussten, symbolisiert unseren Gefühlen, unseren Träumen. Unserem Körper besteht auch Großteil aus Wasser. Also Mond hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag, auf unserem Leben und auch unseren Gefühlen. Die Tierkreiszeichen Fischen vermitteln uns etwas sehr Wichtiges. In diesem Stammbild gibt es zwei Fischen. Astronomisch bedeutet das oder heißt es, die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, was die beiden Fischen miteinander verbindet. Also eine Verbindung ist da, wie eine Nabelschnur. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und aktiviert Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Hilflosigkeit und entsteht bei den Menschen Selbstmitleid. Es geht nichts voran und das ist die eine extreme Richtung. Die andere Fisch schwimmt in anderen Richtung. Und das ist eine Vision, ein Traum. Und tatsächlich gibt es Menschen, die an ihren Vision glauben. Und die vertrauen das. Die haben diese großartige Glauben. Die glauben an sich selbst. Sie glauben an ihren Vision. Sie wissen auch, dass das so kommt, weil sie davon überzeugt sind. Ich würde empfehlen, die Biografie lesen von Arnold Schwarzenegger. Er lebt seinen Traum. Er lebt seine Vision. Und das ist nichts Neues, das hat im jungen Jahren schon gehabt. Und das ist diese großartige Glauben an etwas und es nicht aufgeben. Und genau das zeigt hier diese Richtung und dann loslassen und geschehen lassen. Und das aktiviert die Mondenergie hier. Und wenn wir schon bei Ängsten sind, ich habe gestern eine Aufnahme veröffentlicht, auch in diesem Kanal, und diese Aufnahme heißt Ritual, Energie, Energiearbeit. Da erkläre ich die Energiefelder, auch die Gefühle, wie das alles zusammenhängt. Und es ist so wichtig, positiv denken und angstfrei leben, weil genau das, was uns blockiert. Und das zeigt die Mondenergie heute, dass wir die Richtung bestimmen, dass wir von unseren Ängsten befreien, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Agni ist der Feuergott und von dieser Energie ist Mars geboren und steht zum Mars in Verbindung. Ich setze Agni zum Tierkreiszeichen Widder. Das ist die Mars-Energie. Und Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, ist zu Hause, ja, kann sich wundervoll entfalten. Mars herrscht über Tierkreiszeichen Widder. Und besonders bei Männern löst was aus, mutig zu sein, Kraft zu zeigen, auch mal etwas Neues starten. Buddha ist der Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. Ich habe dieses Bild, hier ist eine andere Schriftweise, wird mit 2 D geschrieben, kommt auch von Sanskrit und bedeutet Erläuterung oder Erläuternde. Also Buddha oder Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier handelt es sich um Kommunikation und wenn das im Wasserelement ist, dann werden wir zurzeit über Gefühle sprechen
oder die Gespräche verlaufen sehr emotional. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Jupiter bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter bringt Glück. Und das haben die Skorpiongeborenen gerade, Chancen, Möglichkeiten im Leben. Jupiter vergrößert auch etwas. Und hier im Wasserelement natürlich die Gefühle. Jetzt schauen wir auch mal in die Tiefe und das zeigt die Skorpion. Und befinden wir uns zu einer Wandlung. Und Jupiter gibt auch die Kraft, die Optimismus und auch dieses Glück, das auch gelingt. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung. Venus ist eine weibliche Energie, die Schönheit. Und hier im Steinbock. Venus ist im Steinbock, genau. Natürlich bedeutet das für Steinbock-Geborenen, dass ein wichtiges Thema ist Kreativität, Selbstständigkeit, aber auch die Liebe-Partnerschaft. Und im Allgemeinen heißt für uns Frauen, dass wichtig ist in die Liebe die Sicherheit, Stabilität. Venus ist im Erde-Element. Was noch die Tierkreiszeichen Steinbock uns vermittelt, Ziele setzen und diese Ziele nicht aus den Augen verlieren, egal wie steinig diesen Weg erscheint, nicht aufgeben, sondern geduldig zu sein, zeigen diese Geduld und Ausdauer. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Saturn ist der Hüter der Karma. Saturn ist Kronos, der Gott der Zeit. Bestimmt auch die Zeit, wann ein Schicksal auch zum Ende geht. Saturn beeinflusst auch unserem Schicksal und belehrt uns. Und hierbei Schütze belehrt uns, konzentriert in eine Richtung gehen, das, was uns begeistert, weil das zeigt die Schütze, zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, wo unsere Wünsche energetisch in diesem Bereich sind, unsere Wünsche beschrieben. Wenn wir schon bei Karma sind, ein sehr wichtiges Thema gerade, Rahu und Ketu, die beiden ändern sich jetzt die Tierkreiszeichen. Ab heute befindet sich Ketu in Tierkreiszeichen Schütze und Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und diese Mondknoten, die bleiben auch ganzes Jahr. Ketu im Schütze, Rahu in Zwillinge, auch noch nächstes Jahr noch. Und hier löst karmische Themen aus. Rahu und Ketu, die beiden, ist eine Drache. Eine Drache. Aber diese Drache wurde getrennt, der Kopf wurde abgeschnitten. Und unsere Seele sucht diesen Teil und fügt wieder zusammen. Der Körper ist Ketu und hat mit alten Karma, mit früheren Leben was zu tun. Karmischen Erinnerungen und unserer Seele ist das gespeichert. Natürlich sind es Dinge, was wir loslassen sollen, Gedankenmuster, Gewohnheiten, das sollen wir alles natürlich, wir lernen auch das Loslassen, aber bei diesen karmischen Erinnerungen sind es vielen, vielen Themen, was sehr gut ist, diese Erinnerungen, das sind Talenten,
Fähigkeiten, wunderbare Begegnungen, karmische Liebe, all das sollen wir bewahren. Also diese Ketu zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen. Der Kopf, dieser Drache, das ist die Richtung, was unsere Seele sucht, was unsere Seele braucht. Und wenn die Seele diesen Drachenkopf gefunden hat, dann kann das zusammenfügen und dann ist dieser Drache eins. Und dann können wir von Karma uns befreien. Aber damit das eins wird, wir müssen über unsere Ängste, unsere negativen Gefühle natürlich auch befreien. Und das sind diese karmischen Themen. Ketu, die Vergangenheit, dieser Mondknoten bewegt sich im Schütze und Rahu, die Drachenkopf, das was die Seele sucht, die Richtung, ist in Zwillingen. Dort im Horoskop, wo euren Schütze oder Zwilling ist, da wird karmische Themen gerade aktiviert. Mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten und die persönlichen Planeten haben Einfluss auf unsere Persönlichkeit, unserem Alltagsleben und wir schauen die Elemente an. Mars, Saturn ist im Feuerelement. Mars fühlt sich wohl im Feuerelement, weil er verkörpert die Feuerelement. Das ist Kraft, Mut, Begeisterung. Saturn bremst ein bisschen, damit das nicht zu heftig wird und stürmisch, dass es alles in Form kommt. Venus ist im Erdeelement und das ist Liebe, verkörpert Venus, Liebe, Partnerschaft auch. Das ist die Liebesenergie. Wir brauchen die Erde, natürlich auch die Liebe auf unserem Planet Erde und Natur, ganz klar. Aber wir brauchen die Liebe, Partnerschaft, Struktur, Sicherheit, Stabilität. Sonne ist im Luftelement. Das ist die Befreiung von allem, was uns bedrückt, endlich aufatmen. Und Sonne bringt auch Klarheit, öffnet unsere Augen. Aber Sonne öffnet auch unserem Herz, weil Sonne herrscht astromedizinisch über unserem Herz. Das ist auch Herzöffnung. Und dann Mond, Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. Also jedes Element fließt kosmische Energie und es sorgt dafür, dass das hier Harmonie entsteht. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen. Fischen, Mond hier, Mond im Tierkreiszeichen Fischen. Die Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dieser Mondhaus heißt Uttarapatra und bedeutet Reinigung. Reinigen die Gedanken und reinigen die Gefühle. Die Verbindungen Sonne und Saturn stehen eine sehr schöne harmonische Verbindung. Sonne, Saturn, eine schöne Verbindung. Das ist Klarheit, Ordnung, Struktur. Sonne hat sich entfernt von Neptun. Sonne bewegt sich schneller als Neptun. Beziehungsweise, das ist gar nicht die Bewegung der Sonne, sondern in Wirklichkeit bewegt sich unser Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne die Bewegung macht. Also Sonne entfernt sich von Neptun und das heißt, klärt sich etwas immer mehr auf. Uranus ist im Widder und hier kommen Umbrüche, Veränderungen und Pluto, das zeigt die Kraft von unserem Inneren, aber auch das Loslassen. Pluto ist im Schützen.
Ceres symbolisiert unseren Planet Erde, aber das ist nicht der Planet gemeint, weil das wäre Gaia, sondern Ceres ist die Naturerde, unsere Natur. Und Ceres bewegt sich, oder Demeter bewegt sich im Sternbild Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, die himmlischen Arzt. Und diesem Sternbild befindet sich Demeter. Demeter ist die Mutter von Persephone, und die Geschichte steht mit Pluto in Verbindung. Pluto raubte Persephone, aber Merkur hat sich verhandelt, und so haben sich geeinigt, dass Persephone ist halbes Jahr bei Pluto und halbes Jahr auf die Erde bei ihrer Mutter Ceres oder Demeter. Einer ist der römische Name, anderes ist der griechische Name. Aber hier ist unsere Natur gemeint, aber auch die Ernährung, also die Getreide. Hier ist auch die Getreide abgebildet, was uns nährt. Pallas Athene befindet sich im Bärenhüter, und die Bärenhüter hütet, bewacht die beiden Bären, den großen Bär oder große Wagen und die kleinen Bär oder kleinen Wagen. Dieses Sternbild befindet sich in die Nähe von Waage. Ich setze Pallas Athene in den Bereich Tierkreiszeichen Waage. Sie ist eine Kriegsgöttin, aber nicht in dem Sinne, dass sie Krieg führt, sondern Athene ist für die Frieden. Aber die kennt die Strategie, dieses strategisches Denken, dieses strategisches Denken, was sie vermittelt, und sie wurde auch verehrt als Göttin die Schmiedekunst. Vesta oder Hestia, das ist auch einer der römischen, anderen die griechischen Namen, bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Sie ist eine Feuergöttin, und damit ist die Tempelfeuer gemeint. Die Tempelfeuer, diese reinigende Wirkung unserem Glauben, und entzündet in unserem Inneren diese Feuer, diese reinigende Feuer an unserem Selbst, unserem Seele, unserem Glauben. Noch zu den Verbindungen. Mond steht in einer schönen Verbindung zum Venus. Beide ist weibliche Energie. Mond und Venus, eine schöne Verbindung, und das bringt Harmonie in die Liebe, Partnerschaft. Merkur steht mit Uranus auch in einer schönen Verbindung. Merkur und Uranus, zwei benachbarte Tierkreiszeichen, Merkur in Tierkreiszeichen Fischen, Uranus in Tierkreiszeichen Widder, und bei den benachbarten Tierkreiszeichen kommt eine gegenseitige Unterstützung. Das fühlt sich wieder wirklich so an wie eine gute Nachbarschaft. Und jetzt zu Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet, und sie haben ein sehr präzise Kalendersystem uns vermittelt. Ein Teil von diesem Kalendersystem wurde durch die Inquisition vernichtet, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Und das möchte ich auch vermitteln. Es gibt in Maya-Kalender Wellen.
Wir befinden uns in siebten Wellen. Das ist wie in unserem Kalendersystem eine 7-Tage-Woche, aber bei Mayas dauert es 13 Tage lang. Das hat begonnen im 27. Februar und dauert bis 11. März 2019. Die Element ist Wasser. Hier handelt sich um Loslassen, Reinigen, handelt sich auch um Gefühlen. Diese Welle bedeutet eine reinigende, blitzartige Transformation. In Natur können wir wie Gewitter, Blitz und Donner beobachten, wie Sturm. Aber das ist die Erneuerungskraft, es ist ein Wandel. Und in dieser Zeit sollen wir Angst überwinden, uns einlassen, weil das ist nichts anderes als eine Veränderung, Reinigung, Erneuerung. Die heutige Zahl ist die Zahl 10. So haben die Mayas das gezeichnet mit zwei Linien, die 10. Und diese Zahl 10 bedeutet Befreiung, Loslösen und all das, wo wir uns eingesperrt fühlen, davon werden wir jetzt befreien. Raus aus dieser Enge. Die Kraftfeld, die planetarische Energie ist Lamat. Und Lamat steht in Verbindung zum Venus. Das ist eigentlich die Venus-Energie. Genau das, was Venus auch verkörpert, genau das zeigt sich hier bei diesem Kraftfeld Lamat. Schönheit, Harmonie, Ästhetik, Kunst, Kreativität, aber auch Liebe, Partnerschaft. Das ist im Maya-Kalender jetzt die Tagesenergie. Und dazu kommt noch die Mondeinfluss. Es hat eine neue Phase begonnen. Und das ist die Mondenergie. Und das hat gestern begonnen, 7. März. Und dauert diese Mondphasen bis 3. April. Das hat mit unseren Mondphasen, wie abnehmende Mondphasen oder zunehmende Mondphasen, nichts zu tun. Aber im Maya-Kalender gibt auch diese Unterteilung Mondphasen. Und das dauert von 7. März bis 3. April. Und diese Mondphase heißt solarer Mond und bei solarer geht es um Sonnenkraft, Sonnenenergie und hier kommt Sonne-Mond in eine enge Verbindung und bei Mond handelt es sich um unsere Gefühlen, bei Sonnenenergie natürlich auch die Gedanken, das Bewusstsein, damit mit unseren Gefühlen bewusster werden und bedeutet auch Klarheit. Die heutige Mondenergie in diesem solaren Mond ist Iish, und diese Iish bedeutet Weißmagie, die heilige Mutter Erde, die Heilung, die Zauberkraft. Iish steht mit Jaguar als Krafttier in Verbindung und Lamat steht mit Hase in Verbindung. Und die ganze Energie, was sich hier wandelt, bedeutet ein Wechsel in einen anderen Ebenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse.
das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn, in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.